Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Rolf Langsdorf. In der Community bin ich oft als Langs bekannt. Leute rätseln oft, woher dieses Kürzel zustande kommt. Wenn ihr euch meinen Namen aufmerksam anseht, dann werdet ihr vielleicht einen Hint finden. Ich arbeite als Freelancer im Perl-Bereich, früher auch im System-Admin-Bereich und bin bei Perlmonks sehr aktiv. Heute möchte ich euch was über Domain-Specific Languages erzählen. Und zwar über interne Domain-Specific Languages. Und ich habe mir dazu drei Beispiele ausgedacht, die jede für sich vielleicht einen eigenen Talk ausfüllen würden. Deswegen habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich werde euch erstmal einen Überblick geben und dann werde ich euch über die Vorteile von internen DSLs was erzählen. Ein Beispiel von einem Assembler, dann einen Snippet-Generator für IDEs, Perl-IDEs und das dritte wäre eine SQL-Abstraktion, die man sich damit bauen könnte. Was sind Domain-Specific Languages? Das sind auf einen Anwendungsfall eine Domäne beschränkte Sprachen. Wir kennen alle Domain-Specific Languages, zum Beispiel Regex sind Domain-Specific Languages. Wir können einen Regex-Experten haben, der für uns Regexe schreibt, ohne dass er Perl-Experte ist. Die gleichen Regexe, wenn er sie gut schreibt, können auch in JavaScript, in Python oder in anderen Sprachen wiederverwendet werden. SQL ist eine Domain-Specific Language. Man hat oft in einem Betrieb irgendwelche Datenbank-Experten, die sich darum kümmern, die SQL-Statements zu optimieren. HTML ist ein Domain-Specific Languages. Ich war in einem Betrieb, wo es eine ganz klare Trennung gegeben hat zwischen den Webdesignern und den Programmierern. Entsprechend war auch die Bezahlung, man Leute hat sie auch am Outfit erkannt. Das heißt, man kann eine Arbeitsteilung herbeiführen, indem man eine spezialisierte Sprache hat und nur bestimmte Leute darauf anwenden. Wie gesagt, man konzentriert sich auf das Wesentliche. In diesem Fall wäre Perl die Hostsprache. HTML hat keine Arithmetik, Regexe haben keine Files, keine I.O. Die Wiederverwendbarkeit in vielen übergeordneten Hostsprachen ist gegeben und man hat eine Arbeitsteilung. Konkretes Beispiel Web-Applikationen. Da haben wir das Model-View-Container-Modell. Da würde das Modell von den DBAs gemacht werden, die View von den Webdesignern und die Controller-Hostsprache von den Entwicklern. In diesem Fall, also die Hostsprache wäre in unserem Fall dann Perl. Vorteil, Webdesigner sind billiger. Was sind interne DSLs? Die Definition ist hier ein bisschen schwammig. Das sind DSLs, die mit Mitteln der Hostsprache realisiert wurden. Das heißt, ich habe ein Perl-Programm, das die interne DSL realisiert. Der Übergang zum Syntactic Sugar ist dabei fließend. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Moose. Es sieht aus wie ein Sprachbestandteil, ist aber mit sehr viel Syntactic Sugar realisiert. Wo ich mich jetzt abgrenze und was ich nicht betrachten will, sind Template-Sprachen. Weil die sind ja auch in einer, nehmen wir zum Beispiel Template Toolkit, das ist auch innerhalb von Perl realisiert, aber das ist ja eine Parser. Ich habe einen Textfile, wo ein Template drinsteht, das parse ich ein, ich habe eine Parser-Grammatik und interpretiere das Textfile. Aus Perl-Sicht ist es aber total fremder Code. Weil Perl weiß zu dem Fall, das ist auch eine eigene Metasprache, die realisiert ist in Template Toolkit und nicht Perl. Und das ist eine ganz andere Baustelle. Das meine ich jetzt nicht. Konkretes Beispiel. Weiß jemand, welche Sprache das ist? Falsch, das ist Perl. Das ist 6502 in Perl realisiert. Das ist der Original-Assembler dazu. Ich habe mir aus dem Netz 6502-Code geholt, um Conway's Game of Life zu realisieren. Hat nichts mit Damien Conway zu tun. Ihr kennt das mit diesen Pixeln, die wandern und weiterleben und so weiter. Und ich gehe mal kurz zurück. Um das in Perl zu realisieren, muss ich mir ein paar Tricks ausdenken, um das in den Syntax reinzukriegen. Ihr seht das hier. Ich habe hier mal zwei Zeilen genommen, um das zu zeigen. Labels kennt Perl auch, die habe ich 1:1 übernommen. Commands habe ich jetzt als Subs realisiert. Das sind alles Funktionen innerhalb von Perl, die ich groß geschrieben habe, um Namenskollisionen zu vermeiden mit irgendwelchen internen Funktionen. Moods, das heißt die Adressierungsmethoden. Wo muss ich hier drauf drücken, um was zu zeigen? Naja. Die Adressierungsmethode.
Ah, das hier ist die sogenannte Adressierungsmethode. Wer kennt sich mit Assembly überhaupt nicht aus? Okay, also das ist die Adressierungsmethode, die Funktion, also das Kommando macht verschiedene Sachen in Abhängigkeit von, was für Daten gegeben worden sind. Die Kommentare sind in Assembler einfach nur Semikolon. Da habe ich das Semikolon, das ich sowieso brauche, um ein Kommando abzuschließen, noch mit einem Hash erweitert. Das Härteste war jetzt, die verschiedenen Adressierungsmethoden, die es gibt, in Perl abzubilden. Das ist eine Adresse, auf die zugegriffen wird im Speicher, in Hex-Notation. Und ich nehme ein ganz einfaches Perl-Hex-Literal. Die Register habe ich als Konstanten realisiert. Das sind Konstanten x und y, die mir ein Objekt zurückgeben. Die sogenannte Immediate-Adressierung, das ist, wenn ich direkt einen Wert reingebe, habe ich als Referenz realisiert. Also rechts ist der Perl-Code dazu. Und sowas wie indirekte Adressierung, das wird mit den Klammern angegeben. Das habe ich dadurch genommen, dass ich hier anonyme Arrays genommen habe und das geklammert habe. Funktioniert ganz gut. Die Vorteile davon ist, wenn ich das so realisiert habe, ich hätte es ja auch machen können wie Template Toolkit. Ich schreibe einen Parser, parse es mir ein, dann brauche ich die Grammatik nicht zu ändern und habe das alles drin und kann es interpretieren, indem ich einen Walker nehme, der durch den ganzen Parse-Tree läuft. Der Vorteil, den ich hier habe, ist, Perl selbst wird die Makrosprache in diesem Bereich. Wenn ihr Assembler programmiert, braucht ihr eine Makrosprache, weil ihr dann verschiedene Sachen abstrahieren wollt. Ihr könnt das direkt mit Perl machen. Wenn ihr einen Makro in diesem Code realisieren wollt, dann ist das einfach nur eine Subroutine, die verschiedene von diesen Kommandos aufrufen. Und die Subroutine kann ich einfach so integrieren. Das ganze Ökosystem von Perl steht mir zur Verfügung. Libraries, Module, Packages. Ich kann einfach jetzt Use machen und mir ein anderes Pseudo-Assembler-File reinladen und einbinden. Ich kann Pod-Dokumentation wiederverwenden. Ich habe den kompletten Editor-Support, den ich für Perl habe, die kann ich jetzt wieder benutzen. Ich kann Test-Suites benutzen, also die ganze Testinfrastruktur mit Proof und so weiter und so fort, kann ich eins zu eins wieder benutzen. Das heißt, alle Sachen, die ich mit einer Textparser-Lösung neu implementieren müsste, kriege ich hier einfach mitgeliefert. Ein Beispiel. Das ist die Debugger-Integration für Perl innerhalb vom Emacs. Und wenn ich zum Beispiel durch dass den Code so geschrieben habe, dass es ein Interpreter ist, da kann ich ja einfach durchsteppen und er geht im Code weiter mit. Seht ihr? Hat mich keinen zusätzlichen Aufwand genommen. Ich gehe einfach Huckepack auf Perl für die Perl-Integration im Emacs und kann dann meinen Assembler dort weiter benutzen. Oh, Moment mal, das sind die falschen Slides auf der falschen Ebene. So, das war jetzt mal eine Einführung, wozu man überhaupt interne DSLs macht, was man daran schick findet. Ganz klar, die Kosten, die man hat, die dadurch entstehen, sind für die Abbildung der fremden Grammatik innerhalb der eigenen Grammatik, sodass es einigermaßen konsistent bleibt. Und je konsistenter es bleibt, umso besser. Das habe ich gemeint mit der Makrosprache. Du kannst jede Technik, die du in Perl nutzen kannst, innerhalb von diesem Assembler jetzt wieder benutzen. DSLs eignen sich auch besonders gut, um Daten zu beschreiben. Code ist dabei zuweilen lesbarer, flexibler, sicherer. Wir wollen das an einem Beispiel Code-Snippets demonstrieren. Und jetzt will ich erstmal zeigen, was ein Code-Snippet ist, ganz kurz. Ein Code-Snippet ist, das ist jetzt mal ein Beispiel aus Emacs, so sieht die Definition von dem Code-Snippet aus. Ich schreibe Sub zum Beispiel und möchte einen Sub generieren und gleichzeitig den Pod dazu. Dann nimmt er dieses Template, extrahiert es, macht mir oben diese Pod-Header, unten ist die Funktion und dann habe ich Placeholders, zu denen ich springen kann, zum Beispiel Subname.
Den kann ich ausfüllen und dann füllt er mir das oben auch aus. Dann gehe ich weiter, fülle die Variablen aus, fülle den Return Value aus und kann dann den Code einfügen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel für ein Snippet, damit ihr wisst, worum es geht. Das sind also dynamische Text-Templates, die ich innerhalb von einem Editor benutzen kann. Leider sind die Datenformate, obwohl die sich alle an ein Vorbild eines Editors namens TextMate orientieren, den es auf dem Mac gibt und der Geld kostet, sind die Datenformate und Features sehr unterschiedlich, wenn es verschiedene IDEs gibt. Wenn ich jetzt aber Snippets schreiben möchte für Perl, die alle Leute innerhalb der Perl-Community, also möglichst viele Leute innerhalb der Perl-Community nutzen können, muss ich alle diese Datenformate bedienen können. Emacs, das haben wir vorher gesehen, benutzt so eine Art Baby-YAML mit hier oben sind Metainformationen und hier unten ist das Text-Template und hier sind die Platzhalter und hier ist, was als Platzhalter angezeigt wird und das wird hier, dieses $1 wird da gespiegelt, zum Beispiel, damit ihr eine grobe Idee habt. Benutzt ein Baby-YAML. Komodo benutzt JSON. TextMate hat ein XML-Format. Andere Editoren? Ich weiß es nicht. Ich habe geguckt für Vim, da gab es drei oder vier verschiedene Snippet-Plugins, da konnte ich mich, da war ich ein bisschen überfordert, welches ich da unterstützen sollte. Problem 2, die Text-Templates selbst werden mit unterschiedlichen Formaten gewartet. In Komodo habe ich diese eckige Klammersyntax mit immer dem Wort Tab-Stop und einer Nummer und dann der Placeholder, der angezeigt wird, das ist der Syntax innerhalb von Emacs. Und die Semantik hier drinnen, die Grammatik ist auch teilweise deutlich unterschiedlich. Und die klassische Methode ist, ich entscheide mich für eins dieser Formate, schreibe einen Parser, versuche das möglichst gut zu parsen und dann in das andere Format überzuschreiben. Horrende Arbeit. Drittes Problem. Eingebettete Sprachen. Die verschiedenen IDEs haben unterschiedliche Einbettungssprachen. Emacs hat Lisp, Komodo hat JavaScript oder Python, Vim hat VI-Script oder wie immer das heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen IDEs ist. Diese Templates können auch Variablen setzen und auch Code ausführen. Aber sie können auch rausschellen und Perl rausführen. Das heißt, ich möchte jetzt Templates schreiben, die Perl-Code ausführen und möchte das übersetzen, dass es in allen diesen IDEs funktioniert. Ich habe mich jetzt für die Demo jetzt erstmal nur auf Emacs und Komodo beschränkt, weil ich bei mir bei der Arbeit Emacs benutze und die ganzen Kollegen alle Komodo. Das ist ein Snippet innerhalb meiner DSL. Und zwar seht ihr hier nicht mehr irgendwelche Dollar-Syntax, sondern ganz normale Perl-Variablen, die über Perl-Interpolation eingefügt werden. Und der Underscore zeigt an, dass es jetzt die Hauptvariable, nee Quatsch, der Mirror ist. Und Dollar zeigt an, dass es die Hauptvariable ist, wo das dann eingefügt wird. Und das wird hier unten gemirrored. Und das ist dann einfach nur eine Funktion mit einem anonymen Block, wo andere Funktionen aufgerufen werden und bestimmte Parameter gesetzt werden. Und diese Funktionen können wiederum evaluieren. Sie können validieren, ob die Eingabe auch richtig funktioniert. Im Gegensatz, wenn ich jetzt eine Hash-Funktion hätte, Hashes of Arrays, um das zu definieren, dann würden sich Sachen auch überschreiben können. Und um die Stops zu deklarieren, habe ich mir eine Funktion geschrieben, die heißt Stop. Die kriegt den Variablen-Namen und Stop kann wiederholt werden und weiß, in welcher Reihenfolge es aufgerufen wird, weil es sich in einem Counter merkt, wann es aufgerufen wird. Dann weiß ich, der erste Tab-Stop für mein Snippet ist $Name, dann wird die Beschreibung eingefügt, dann werden die Variablen eingefügt, dann der Return-Value und dann das Body. Und ich habe es tatsächlich schon implementiert. Machen wir es mal weg. Ich habe diese Snippets genommen und jetzt mal beispielhaft, man nimmt Sub, Ctrl-T, Snippet, das ist jetzt der Komodo, ein für mich eher fremder Editor, gebe den Namen der Funktion ein, bla, Beschreibung, viel Gelaber,
Return Value ist Schwätz. Übergabeparameter Kontext. Dollar Kontext. Ja, da habe ich auch gleich mal so einen Aufrufsyntax und kann jetzt gleich mal die Funktion dann anfangen zu beschreiben. Das ist jetzt, es geht nicht um die Sinnhaftigkeit vom Snippet, sondern um die DSL drumherum. Es erspart mir sehr viel Arbeit, mit einer DSL zu arbeiten, weil leider weiß der Kommando nicht, wie er in die Präsentation rückspringen will. Es spart mir viel Arbeit, weil ich schon ein paar Mal an dem Datenformat arbeiten musste und diese Sachen sind viel flexibler. Ich habe eine generelle Datendefinition in einem Modul, das mir alle diese Funktionen exportiert, was diese Beschreibungen sind. Und dann habe ich Converter. Ich schreibe die Snippets in dieser Sprache und dann habe ich Converter für Commodore und Emacs, die diese Funktionen dann so entsprechend anpassen, dass das Format rauskommt, dass es auch passt. Und da sind schon einige Probleme aufgetreten. So, mal sehen, 15 Minuten. Ich bin relativ schnell. Fragen bis hierhin? Gut. Ein drittes Beispiel für eine DSL. Ich kotze immer wieder, verzeiht mir den Ausdruck, wenn ich mit SQL arbeiten muss, weil das innerhalb von Perl ein totes Format ist. Zum Beispiel die Einrückung vom SQL-Syntax, das Pretty Printing, darum muss ich mich selbst kümmern. Um zu erkennen, wenn ich einen komplexen SQL-Ausdruck habe mit ands und ors, wie die geschachtelt werden, muss ich immer, wenn sich was ändert, muss ich wieder die ganzen Sachen machen. Der Editor kann sich nicht darum kümmern, weil er ist ja im Perl-Modus. Er weiß ja nicht, dass dieser String SQL enthält. Ich meine, ich könnte was basteln dazu, aber die Unterstützung ist da nicht so super. Was mich dann auch noch extrem nervt, sind, hier haben wir einen Platzhalter, aber hier haben wir natürlich keinen Platzhalter und das ist absolutes No-Go. Hier müsste eigentlich ein Platzhalter sein und die Variable $Berlin müsste als Bind-Value übergeben werden an den SQL-Statement. Aber okay, für einzelne Werte jetzt Platzhalter zu generieren, geht noch. Wenn ich viele Platzhalter habe, dann muss ich mir an der Reihenfolge arbeiten. Wenn ich was im SQL-Statement ändere, muss ich die Bind-Values auch entsprechen. Das ist ja alles positional. Das dritte ist, wenn ich jetzt auch noch ein Int-Statement habe mit einem Werten, die ich aus einem Array habe, muss ich jetzt anfangen, mir die Anzahl, also ich habe meinetwegen in diesem Int-Statement nicht zwei Werte, sondern fünf. Dann muss ich jetzt mir Code ausdenken, dass je nachdem, was in dem Array steht, dann auf einmal fünf Fragezeichen drin sind, um fünf Platzhalter zu generieren. Das sind alles Sachen, die es ein bisschen unangenehm machen, wo ich mir wünschte, ich hätte eine bessere Abstraktion. Und wenn man sich die Grammatik anguckt, ich habe hier mal aufgeführt, was man alles in so einem SQL-Statement haben könnte. Wir haben hier die Operatoren, die für Restriktionen da sind. Hier die Identität oder das In. Wir haben hier logische Operatoren AND und OR. Wir haben eine Tabelle, die heißt Workshop. Wir haben Spalten aus dieser Tabelle, die heißt Country oder City. Wir haben Platzhalter. Wir haben interpolierten Text, der ist hier. Wir haben Alias und wir haben auch noch Funktionen, SQL-Funktionen, die intern aufgerufen werden. So, da habe ich mir überlegt, wie könnte ich das am besten abstrahieren? Und hier sind nochmal die Argumente, warum man das abstrahieren will. Die Einrückung, das ist, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist, dass es auch viel zu viele Dialekte gibt. Also wir arbeiten fast grundsätzlich nur mit MySQL. Aber angenommen, ich würde jetzt, ich glaube, Oracle hat Top, nicht wahr, statt Limit. Weiß er nicht. Es gibt zum Beispiel die SQL ist nicht so standardisiert, dass ich für verschiedene SQL-Server die gleichen Statements benutzen kann. Und der schlimmste Punkt ist, wenn ich jetzt ein SQL-Statement auch noch ein bisschen dynamischer aufbauen muss, weil ich bestimmte Sachen aus Klauseln aus einer übergeben bekommen habe an die Funktion und da drin sind wieder Platzhalter, wird das fast unmaintainable, wenn ich jetzt die Where-Klausel dynamisch aufbauen möchte. Es gibt SQL-Abstraktionen auf CPAN, aber die Lernkurve ist steil.
Teilweise sind das eher restriktive ORMs, zum Beispiel DBIC. Da muss man das gesamte Datenmodell von vornherein auf das Object Relational Mapper aufgebaut haben. Wenn man schon ein Datenmodell geerbt hat, wird es ein bisschen schwierig, das in dieses Objektmodell zu quetschen. Und man hat natürlich die Einschränkungen von der Datenstruktur. Um nochmal an die Snippet-Geschichte zu erinnern, ich habe ja dieses Keyword Stop gehabt, das mehrfach auftrat. Wenn das jetzt ein Hash gewesen wäre mit Keys, danke. Wenn das jetzt ein Hash gewesen wäre mit Keys, dann wäre das gar nicht möglich gewesen, fünfmal Stop zu schreiben. Ähnliche Probleme hat zum Beispiel etwas wie SQL Abstract. Wenn ich jetzt wiederkehrende Keys habe in einer Hash-Definition, dann muss ich mir was ausdenken. Dann muss ich mal wieder was quetschen. Das ist jetzt mal ein Ausdruck, ein Beispiel aus SQL Abstract und wie die das mit einer verschachtelten Datenstruktur realisiert haben. Und normalerweise bedeuten Arrays ORs und Hashes bedeuten AND-Bedingungen. Und wenn das mal nicht so ist, muss ich das explizit davor schreiben. Das heißt, die ganzen Einschränkungen, die diese Beschreibungssprache, also eine normale Perl-Datenstruktur, eine Nested Hashes und Arrays zu benutzen, die mitbringen, müssen dann irgendwie dann immer kompensiert werden. Und aus diesem Ausdruck wird dieser Ausdruck dann generiert. Was ich lieber haben würde, ist so etwas. Ich habe eine Funktion, die heißt Query. Ich übergebe ihr Variablen. Ich sage Package Table und Table weiß, welche Spalten in diesem Package sind. Und ich würde dann sowas schreiben können. Ich weiß nicht, was ist euer Eindruck? Findet ihr das etwas lesbarer? Okay. Ich werde noch mal darauf eingehen, warum ich diesen Syntax benutzt habe. Was würde denn passieren, wenn ich einfach so Code schreiben würde in Perl und würde ihn ausführen? Da würde er sich gleich beschweren, dass er die Methode Name im Package in nicht findet. Er validiert das von hinten nach vorne und denkt, das wäre eine indirekte Methode Name aus dem Package in. Wenn ich aber in diesem Package Table die ganzen Operatoren, die ich benutzen werde, als Subs importiere, in diesem Package Table alle Spalten, die ich kenne, importiere und die logischen Operatoren, die ich anwenden will, importiere und das wieder ausführe, dann klappt das. Und was passiert ist, ich habe hier Funktionen. Ich habe das mal ein bisschen abstrahiert. Ich habe für einen binären Operator bzw. einen Infix-Operator eine Funktion, für eine Spalte aus der Tabelle eine Funktion und für den logischen Operator eine Funktion. Und die liefern mir immer für die Parameter, die sie bekommen haben, ein Array zurück, ein anonymes Array mit den Werten, die sie es gekriegt haben. Und was passiert ist, Perl sieht jetzt hier eine Kette von Funktionen, die aufgerufen werden. Und zwar von hinten nach vorne gesehen, er sieht eine Funktion in, mit der wir den Werten John und Jane aufgerufen wird. Und die liefert ein anonymes Array zurück. Ja, es ist wie Lisp. Aber man könnte auch sagen, man hat einen abstrakten Syntaxbaum gekriegt. Dann die Funktion Name, die eine Spalte ist innerhalb der Tabelle, kriegt wiederum den Rückgabewert von der Funktion in zurückgeliefert. Ich hätte das jetzt auch mit Klammern schreiben können, mit dpass. Das wäre vielleicht ein bisschen anschaulicher gewesen. Und so weiter. Die Funktion like kriegt die Parameter Smith, diesen Regex-Muster und den Rückgabewert von Name. Und die Funktion customer kriegt den Rückgabewert von like und dann halt immer. Der letzte Parameter, wenn er existiert, ist dann der Rattenschwanz. Es ist das nächste Kommando, das kommen kann. Und wenn ich das dann so aufrufe in der Funktion, was ich zurückkriege, ist eine Art abstrakter Baum, der mir meinen SQL-Syntax aufdröselt, den ich dann mit dem Walker durchlaufen kann, um dann das ursprüngliche SQL wieder aufzubauen. Da gibt es natürlich ein paar Fallstricke, die man beachten muss. Zum Beispiel, was ist jetzt eigentlich mit den Platzhaltern? Ich möchte natürlich nicht, dass wenn hier $A und $B für John und Jane stehen, dass die Platzhalter, dass dann John und Jane reingeschrieben werden.
Was ich aber machen kann, ist, ich kann aus Scala Utils read-only nehmen. Die Funktion read-only sagt mir, ob eine Variable, also ein Wert, den eine Funktion gekriegt hat. Und wir machen ja Call by Reference in Perl. Das heißt, es ist ja der add underscore ist ja eine Liste von Aliasen. Das heißt, ich kann auf die Originalvariable, die mir übergeben wurde, zugreifen. Und ich kann sehen mit read-only, ob das eine Variable war, ob das ein $a war oder eine addList und so weiter. Und kann dann Placeholder ersetzen. Das mache ich hier mal. Moment mal. Ah, das ist leider jetzt... Proof of Concept ist unten abgeschnitten worden, sorry. Also er erkennt dann, dass das beschreibbare Nicht-Read-Only-Variablen waren. Und gibt mir zurück, dass da ein Fragezeichen ist und gibt mir den Wert, der drin gestanden hat, zurück. Und dann kann ich dann beim Parsen von diesem Baum das Fragezeichen reinsetzen und habe den Originalwert, den ich später als Bind-Value übergeben müsste. Habe ich jemanden abgehängt oder ist das klar soweit? Mir ist nicht ganz klar, warum du unterscheidest zwischen Variablen, die nicht read-only sind und Werten, die direkt in dem Perl-Programm stehen, die ja dann read-only sind. Weil du... Das könnte man auch einstellen. Also man könnte auch Werte grundsätzlich, es kann ja einen Grund geben, warum etwas hardgecodet ist. Ich möchte nur, wenn das eine Variable ist, wenn das eine Fremdvariable ist, weil es kommt in den da nur rein, wenn das als hardgecodeter Wert, als Literal drin ist, kann das einen guten Grund haben. Ah, okay. Das also, ist ja, so wie John und Jane dastehen, würden sie auch in das SQL fließen und wenn es jetzt $Name wäre oder Add-Name, dann sind es alles dann Platzhalter. Richtig. Leider, Proof of Concept kann ich gerade nicht zeigen. Ich kann es euch gerne später im Code zeigen. Es hat vielleicht komisch ausgesehen, dass ich ands und ors hatte. Weil das Funktionen sind. Customer ist eine Funktion, likes ist eine Funktion. Ich kann hier nicht einfach noch eine andere Funktion dranhängen. Ich müsste ein Komma dafür machen, wenn ich den and-Operator als Funktion realisieren wollte. Mir, dann würde das so funktionieren. Ansonsten wäre das ein Syntaxfehler. Das ist eine Einschränkung, die ich habe, wenn ich diese Infix-Operatoren so realisieren möchte. Aber mir persönlich, da bin ich opinionated, ist es lieber, wenn ich mich nicht um das Einrücken der ganzen AND-Bedingungen kümmern muss und wenn die alle gleichzeitig eingerückt sind. Weil da das Perl-Code ist, kümmert sich mein Editor oder Perl-Tidy drum, das richtig einzurücken und die verschiedenen Ebenen von ANDs und ORs werden dann richtig eingerückt. Ich mache hier ANDs. Der rückt mir das automatisch ein und sagt hier, das sind alles Sachen, die zusammen verknüpft werden. Und wieder die Bemerkung, sieht wie Lisp aus ein bisschen. Ja. Ich kann das dann auch gruppieren. Ich kann auch Klammern einsetzen. Das funktioniert auch alles. Gut. Dann haben wir jetzt die logischen Operatoren und die binären Operatoren, bzw. die Infix-Operatoren erschlagen. Jetzt, um das besser parsen zu können, ich habe bisher darauf verzichtet, kann man die Rückgabewerte der verschiedenen Operatoren auch in ein Modul reinbläsen. Man kann sagen, dass es Objekte sind. Und zwar kann ich dann viel besser unterscheiden, ob ich jetzt die Variable mit dem Wert in gekriegt habe oder den Operator. Und dann ist zum Beispiel, wir sehen hier, das ist ein binärer Operator, und zwar das like ist ein binärer Operator. Auf die Art und Weise, da das Objekte sind, leider die Ausgabe von Datadump ist ein bisschen geschwätzig, das kann man nicht so gut sehen. Aber ich kann auf diese Art und Weise auch diesen Syntax-Tree noch besser aufdröseln und noch sicherer machen. Und zu guter Letzt, danke, zu guter Letzt, ja, und hier sind wir schon, wir nähern uns zum Schluss des Vortrages, was Sachen, die under Construction sind. Da die verschiedenen Spalten, die ich angegeben habe, jetzt Objekte sind, da ich sie gebläst habe, kann ich jetzt in dem Package Column auch die Operatoren überladen. Wenn ich statt Groß EQ auf Identität
überprüfen will, dann mache ich das gleiche Spiel nochmal. Und ich sage, überladene Operatoren ist euch bekannt. Also wenn man ein Objekt hat, das zu einer bestimmten Klasse gehört, dann kann ich sagen, wenn ich Operatoren drauf benutze, wie Plus, Minus, Gleich oder sonst, da gibt es eine ganze Latte von Operatoren in Perl. Ich kann sagen, wenn auf der linken oder auf der rechten Seite von dem Operator ein Objekt dieser Klasse ist und in der Klasse ist festgelegt, dass dieser Operator überladen wird, dann wird statt den normalen Operator anzuwenden, was ja bei Objekten sehr selten Sinn macht, wird eine Funktion aufgerufen, die als Argument die übergeben kriegt, was links und rechts von dem Operator gestanden hat und dann entsprechend arbeiten kann. Und in diesem Fall habe ich age statt equal, habe ich jetzt age gleich gleich 30 gemacht und kriege zurück diesen Syntax-Tree. Das ist aber under construction, das hat vorgestern noch funktioniert und ich habe irgendwie jetzt einen Bug reingebaut, deswegen verspreche ich nicht, dass alles hundertprozentig funktioniert. Und der letzte Part ist, natürlich brauche ich die Packages, sind ja essentiell, damit die Spalten schon bekannt sind, damit dieser ganze Syntax funktioniert. Und um die dynamisch zu importieren, habe ich mir was ausgedacht, wie man use machen kann. Und man gibt dann die Join-Bedingungen an und danach kann dann der entsprechende Code eingefügt werden. Soweit ich weiß, sind wir jetzt... haben noch 8 Minuten Zeit. Ich habe jetzt keinen Dankeschön-Slide. Kannst du die letzte Folie nochmal erklären? Das habe ich nicht verstanden. Die letzte oder die vorletzte? Die Overload habe ich verstanden. Ja, da fehlt auch ein bisschen Code. Wir haben bisher... Das ist wirklich unter Construction. Ich verlange ja immer, dass es ein bestimmtes Package ist, in dem die ganzen Spalten leben, um damit das funktioniert. Also die Spalten von der Tabelle Customers müssen da drin sein, die Columns. Customer und Name, also die müssen in der Tabelle drin sein. Aber irgendwie, wenn ich jetzt Joins habe, brauche ich ein Package, wo die Spalten aus beiden, wenn ich einen Join mache zwischen zwei Tabellen, brauche ich jetzt ein Package, wo die Spalten aus beiden Tabellen auch drin sind, damit Perl syntaktisch damit zurechtkommt. Ja, dann machst du eine eigene Klasse, in der die beiden... Richtig. Und um das... Ja. Und das hat einen Riesenvorteil, dass ich sofort einen Syntaxfehler auch kriege, wenn ich jetzt versuche, eine Spalte anzusprechen, die nicht existiert in der Tabelle. Das Ding kompiliert dann einfach auch nicht. Da das jetzt eine Compile-Time-Geschichte ist, habe ich mir einen Mechanismus ausgedacht, der eine sehr zivilen Art von Source-Filter benutzt. Und zwar, ich habe hier ein Pseudomodul, das heißt Table. Das kriegt eine Bedingung Inner Join, Outer Join, Left Join oder sonst wie und eine Liste von Tabellen. Vorher habe ich schon irgendwo definiert, auf welche Datenbank ich zugreife. Und der wird sich dann während der Kompilierung auf die Datenbank zugreifen, auf das Schema zugreifen, sich die Spalten holen und entsprechend zusammenbasteln. Und dann macht er mit einem Source-Filter, fügt er nur eine einzige Zeile ein. Package, Table. Und in dieser Tabelle sind dann alle Spalten inkludiert, die ich brauche. Und ich kriege Compile-Time-Fehler, wenn ich dann ein SQL-Statement reinschreiben würde, dass das keinen Sinn macht, weil ich auf eine Spalte zugreife, die nicht existiert. Manche Editoren lassen im Hintergrund Perl-C zum Syntax-Check laufen und dann kriegst du so einen roten Unterstrich. Komodo macht das, bei Emacs kann ich das auch einstellen. Das hat also den Vorteil, statt wenn ich jetzt eine Web-Applikation habe mit irgendwelchen SQL-Statements, die werden irgendwann nur alle paar Jahre aufgerufen, ich habe da einen Fehler reingebaut, kriege ich das erst mit bei der Runtime, wenn dieses SQL-Statement aufgerufen wird. Wenn ich das jetzt aber so programmiere, dann werde ich während der Compile-Zeit eine Validierung haben, des SQL-Statements. Sorry, das ist wirklich under construction und ich wollte jetzt nicht zu viele Slides machen. Ich bin auch mit der Zeit einigermaßen gut hingekommen. Gibt es voraus, dass die Feldnamen eindeutig sind und in der ganzen Datenbank? Gute Frage. Ich kann ja identische Feldnamen haben in unterschiedlichen Tabellen. Das wird dadurch gelöst, dass du as machst. Den Syntax kann ich hier abbilden.
Und dann würde, also wenn ich jetzt sage Customer SC und Order SO, dann würde ich eine Package C und O anlegen. Und mit C Doppelpunkt Doppelpunkt Spaltenname würde ich direkt auf die, was ja intern für Perl ist, ist nur eine Funktion. Aber der Spaltenname würde dann über, also angenommen Customer würde in Order und Customer ID würde in Order und Customer Tabelle existieren. Und ich könnte dann C Doppelpunkt Doppelpunkt Customer ID schreiben oder O Doppelpunkt Doppelpunkt Customer ID. Und das heißt, ich habe wirklich die Semantik, wie sie dann in SQL ist, auf diese Package-Sache abgebildet. Habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Sorry, ich gebe es zu. Ich wollte jemandem einen großen Überblick geben, was man mit DSLs alles machen kann. Habe drei Beispiele genommen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ja? Kannst du ein bisschen lauter reden? Entschuldigung. Ist das nicht mit den Joins abgedeckt, oder? Gut, also soweit habe ich nie gebraucht, kenne ich mich nicht aus. Also ich mache das für den Hausgebrauch. Das musst du mir mal zeigen. Also ich bin wirklich kein SQL-Guru. Ich bin ein Anwender. Ich bin eher so auf der Perl-Seite. Da kann man sicher was abbilden. Alles, was sich jetzt mit Packages abbilden lässt innerhalb von Perl, mit der Package-Semantik und mit Funktionen, ließe sich dann auch abbilden. Ja? Eine kritische Erörterung für interne DSLs. In der Ruby-Welt ist es sehr populär, solche zu schreiben, weil es die Sprache einfach macht. Zum Beispiel kann man runde Klammern häufig weglassen, insbesondere Funktionsaufrufe. Dann kriegt man leicht englische zusammen, der dann aber eigentlich Code ist. Ein populäres Beispiel dafür ist so ein Testsystem namens Da schreibt man dann also englische Sätze. Und diese DSL wird dann gerne an Nichtprogrammierer ausgelagert, die dann eben so Behavior definieren, dass man in der getestet wird. Ja. Nur wenn man da jetzt einen Fehler einmacht als unbedarfter Nichtprogrammierer, dann kriegt man natürlich einen Ruby-Syntax-Fehler. Der kann manchmal sehr nicht offensichtlich sein. Das ist eine Situation, wo dann eine geparste Sprache eine bessere Lösung ist, wenn man dann vernünftige Fehler ausspucken kann. Also das setzt jetzt voraus, dass ich bei dieser internen DSL, die ich dir gezeigt habe, keine vernünftigen Fehler ausspucken kann. Bei Ruby ist es so, dass bei sehr vielen, das ist mal eine, ich wollte jetzt auch mal Chromatic zitieren, da hat sie mal ein Pamphlet darüber geschrieben, wie er auf einer Ruby-Konferenz gewesen ist, wo die alles, was irgendwie eine Klasse hatte und Methoden hatte, die ohne Klammern aufgerufen wurden, eine DSL genannt hat. Das war mal ein Hype-Begriff in der Ruby-Welt und die haben das total übertrieben, haben alles Mögliche eine DSL genannt. Eine DSL, ich habe härtere Ansprüche an eine DSL. Zum einen. Und zum anderen haben sie sehr viel, wie nennt man das? Namespace-Verdreckung. Na, mir fehlt der Name gerade. Namespace-Pollution betrieben. Die haben halt wahnsinnig viele Funktionen für ihre internen DSLs importiert. Wie wir das gemacht haben, fast wie wir es hier gemacht haben, und haben dann ihren Namespace mit allen möglichen Funktionen. Weil im Grunde diese Funktionen aus dieser DSL aufzurufen, ist eigentlich ein Analogon, eine Methode aus einer Klasse aufzurufen, nur dass ich mir das Wiederholen des Objektes vor dem File spare. Das funktioniert so lange gut, solange ich nur mit einer Klasse arbeite. Wenn ich mit mehreren Klassen arbeite, weiß ich jetzt nicht mehr, auf welche Klasse soll ich eine Methode denn aufrufen. Also wenn ich jetzt zweimal Funktionen importiert habe aus zwei verschiedenen DSLs, zu welcher DSL gehört jetzt die Funktion, wenn es da einen Namenskonflikt gibt? Deswegen bin ich einen ganz anderen Weg gegangen mit den Packages. Statt zu importieren, die Funktionen zu importieren in den äußeren Namensraum, beschränke ich alles auf den inneren Namensraum. Ich habe ein eigenes Package. Immer Table. Und nur was in Table lebt, kann ich sehr sauber kontrollieren und mache dadurch auch keine Namespace Pollution. Und ich kann natürlich müssen die Sachen so implementiert sein, dass sie saubere Fehlermeldungen ausgeben und möglichst viele Syntaxfehler auch erkennen können. Wie viel noch? Ja, und geht das? Pff. Weil,
letztendlich kommst du doch wieder zu Perl Compile Errors, oder? Für den Fall, dass du dich vertippst oder irgendwas semantisch, also nicht semantisch, syntaktisch vereierst mit deiner DSL. Weil das war ja der Kern deiner Frage, oder? Du rufst ja hier eine Funktion auf. Du kannst das in einem Eval-Block haben, du kannst die Fehler abreifen und dann kannst du an den Fehlern erkennen. Also wenn schon nicht alleine der Parser, ich habe ja zwei Ebenen von Funktionen, also alleine schon die Funktionen selbst können ja schon reagieren auf verschiedene Syntaxfehler. Ich kann auch Prototypen anwenden, das sind verschiedene Sachen dann nicht erlaubt. Und da ich die Fehler abgreifen kann, kann ich sie dann wiederum sprechend zurückgeben an den User, was er falsch gemacht hat. Aber Syntaxfehler hast du auch so. Guck dir die Syntaxfehler in MySQL an. Da steht immer nur in der Nähe von so und so, stimmt irgendetwas nicht. Da kann ich oft nicht damit anfangen, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Servern besser ist, aber also ich kann nur so weit, also ich denke schon, dass es möglich ist. Ich wollte halt einen Überblick geben von den Möglichkeiten, die man in den DSLs hat. Vielen Dank. Also keine Fragen mehr.